Setz dich. Trinkst du? Ich weiß nicht mehr, ob du trinkst. Natürlich gibt es Trinken und Trinken. Ich trinke, aber ich war seit Dragon nicht mehr betrunken. Ich wurde wegen Alkohol am Steuer verurteilt und habe mir im Knast in die Hose gepisst. Das muss man nicht zweimal haben. Ich sage dir das, damit du weißt, dass jeder das mal durchgemacht hat. Jeder hat das durchgemacht. Einmal. Wenn es dir zum zweiten Mal passiert, kann man dir nicht helfen. Machst du diese Scheiße nur jetzt oder bis in alle Ewigkeit? Bist du ein langfristiges oder ein kurzfristiges Geschäft? Wo liegt der Unterschied? Hast du genug Hirn, um aufzuhören, wenn es an der Zeit ist, aufzuhören? Ich habe dich 500.000 Dollar gewinnen sehen. Ich habe schon 2.500.000 Dollar gewonnen. Wie viel hast du jetzt? Gar nichts. Was hast du gebunkert? Gar nichts. Wenn man 2.500.000 Dollar gewinnt, weiß jedes Arschloch, was zu tun ist. Man kauft ein Haus mit 25 Jahren Garantie aufs Dach, einen unverwüstlichen japanischen Kleinwagen, legt den Rest solide an, um die Steuern zahlen zu können, und das ist dein Fundament. Das ist dann deine Festung der Einsamkeit. Das verschafft dir für den Rest deines Lebens den Status Fuck you. Jemand will, dass du irgendwas machst? Fuck you. Dein Chef nervt dich? Fuck you. Besitz dein eigenes Haus, hab ein paar Kröten auf der Bank und trink nicht. Mehr kann ich keinem raten, egal wo er gesellschaftlich steht. Ist dein Großvater Risiken eingegangen? Ja. Ich garantiere dir, es war aus einer Fuck you-Haltung heraus. Das Leben eines klugen Mannes beruht auf Fuck you. Die Vereinigten Staaten von Amerika beruhen auf Fuck you. Du bist ein König? Hast eine Armee, die größte Kriegsflotte aller Zeiten? Fuck you, blas mir ein. Scheiße bauen können wir selbst. Was wir getan haben. Der wunderbare Fuck you-Status ist für immer verloren. King George III. Wirkt dagegen wie ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe ein Auto und ein Haus und eine Familie und es ist alles bezahlt. Fuck you. Selbst ich habe das alles. Natürlich nur draußen bei Pierre Bloss. Wenn ich dir dieses Geld gebe und du es mir nicht wieder zurückzahlst, ist alles erlaubt. Dann kannst du nie wieder Fuck you zu irgendwem sagen. Du wirst mir von deiner Familie nicht nur das holen, was du mir schuldest, du wirst mir auch ihre Konten geben, sodass ich sie abräumen kann. Springst du von einer Brücke, dann muss dir klar sein, dass ich deine ganze Sippe auslösche. Ist dir der Ernst deiner gegenwärtigen Lage bewusst? Ja, durchaus. Wenn du gewinnst, steigst du aus. 260, wie gewünscht. Was ist das? Was ist bei so viel Geld ein Auto? Was willst du immer zu mir sagen können? Fuck you.